In dieser Videolektion geht es um Bildgröße. Also wie vergrößere ich ein Bild, wie verkleinere ich es, wie drucke ich es in einer bestimmten Größe aus, etc. Wenn ich die Bildgröße eines Bildes ändern will, dann kann ich das einmal machen über den Menübefehl Bild, Bildgröße. Es öffnet sich nun ein Fenster, welches in der Photoshop-Version CS5 etwas anders aussieht. Aber wenn man die Funktion verstanden hat, sollte man eigentlich auch damit klarkommen. Wenn ich ein Bild in der Größe ändern will, dann muss ich erstmal überlegen, was will ich überhaupt? Möchte ich wirklich die Pixelanzahl des Bildes verändern? Oder möchte ich einfach das Bild in einer anderen Größe ausdrucken und die Pixelanzahl soll so bleiben, wie sie ist? Ein Bild besteht ja eigentlich erstmal nur aus Pixeln. Wenn ich ein Bild drucken will, dann kommen eben Zentimeter oder Millimeter ins Spiel. Und dann muss man sich überlegen, mit wie viel Pixeln pro Zentimeter oder pro Inch man das Bild drucken will. Je mehr Pixel pro Zentimeter ich habe, desto detaillierter ist der Druck. Sie können sich sicher vorstellen, wenn Sie 10 Pixel pro Zentimeter hätten, dann wäre ein Pixel 1 Millimeter groß. Das wäre ein sehr unscharfes, unschönes Bild. Dieses Verhältnis nennt man Auflösung und bei dieser Auflösung gibt es eben Standardformate. Wenn Sie im professionellen Bereich drucken, druckt man mit 300 Pixeln pro Zoll oder pro Inch. Das entspricht 118 Pixeln pro Zentimeter. Auf Ihrem heimischen Drucker kommen Sie allerdings mit 60 bis 70 Pixeln pro Zentimeter hin. Nehmen wir also mal an, Sie möchten die Pixelanzahl des Bildes erhalten und Sie möchten nur eine neue Größe für den Druck eingeben. In dem Falle deaktivieren Sie die Option Neu berechnen. Sobald Sie das machen, haben Sie auch keine Möglichkeit mehr, hier Pixel einzugeben. Die Option Pixel ist angegraut. Sie können jetzt lediglich eine neue Zentimeter- oder Millimeteranzahl eingeben. Daraus ergibt sich dann die Höhe und auch eben die Auflösung. Oder aber Sie geben eine neue Auflösung ein. Wenn Sie beispielsweise mal sehen wollen, wie groß sich dieses Bild ausdrucken lässt im professionellen Bereich, ohne dass Sie die Pixel verändern, dann geben Sie hier 300 Pixel per Zoll ein und dann sehen Sie, dass sich das Bild in einer Breite von 21 cm ausdrucken lässt, ohne an Qualität zu verlieren. Wenn Sie das Bild aber noch breiter und höher ausdrucken wollen und möchten aber trotzdem diese Auflösung von 300 Pixeln per Zoll haben, dann müssen ja zwangsläufig Pixel hinzuberechnet werden. Sie müssen dazu dann die Option Neu berechnen hier aktivieren. Hier gibt es jetzt verschiedene Berechnungsmethoden, um diese Pixel hinzuzufügen. Und da wären einmal hier diese drei Berechnungsmethoden zu nennen, bilinear, Pixelwiederholung und bikubisch. Bei der bikubischen Methode gibt es dann nochmal verschiedene Methoden. Da gibt es einmal hier bikubisch schärfer bei Verkleinerung und bei der Vergrößerung gibt es dann hier auch nochmal zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Schauen wir uns mal an einem anderen Bild an, was diese Berechnungsmethoden letztendlich bewirken. Ich habe jetzt hier drei identische Bilder, die 100x100 Pixel groß sind und diese werde ich jetzt nacheinander vergrößern, jeweils mit einer anderen Berechnungsmethode. Fangen wir mal hier mit dem ersten Bild an. Ich habe das Pixelwiederholung genannt und werde das jetzt auch mit Pixelwiederholung vergrößern. Hier wähle ich Prozent. 200% und hier wähle ich die Methode Pixelwiederholung. Übrigens, wenn man dieses Kettensymbol hier aktiviert hat, dann wird automatisch die Höhe mit vergrößert oder wenn ich die Höhe eingebe, die Breite, dann bleiben die Proportionen erhalten und wenn ich das deaktiviere, kann ich eine andere Breite und andere Höhe eingeben, sodass das Bild dann verzerrt wird. So, jetzt nehme ich das nächste Bild, vergrößere das auch, mache das auch doppelt so groß und wähle hier die bilineare Methode aus. Dann nehme ich das Bild,
Auch hier doppelte Vergrößerung, 200%. Und dann nehme ich hier mal b kubisch, Vergrößerung, Details erhalten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da rausgekommen ist. Wir schauen uns mal das erste Bild an, diese Pixelwiederholung. Das, was hier aussieht wie ein Pixel, sind in Wirklichkeit vier Pixel. Der hat nämlich jetzt aus einem Pixel vier identische Pixel gemacht. Wenn wir uns als nächstes mal hier diese bilineare Methode anschauen, dann sieht man das. Ne? Hier sehen wir jetzt die Pixel und hier sehen wir, dass diese Pixelkanten hier weich gezeichnet wurden. Das ist also ein Riesenunterschied. Das ist also wesentlich besser als das hier. Ne, hier haben wir zum Beispiel nur so ein eckiges Durcheinander und hier kann man richtig schön runde Ornamente sehen. Man sieht auch an diesem Beispiel, dass eine Vergrößerung um 200% also durchaus noch zu guten Ergebnissen führt. Und jetzt schauen wir uns noch die bikubische Methode an. Die ist ein bisschen schärfer. Ne? Die ist eigentlich noch besser als diese bilineare Methode. Ne? Man sieht also, dass das hier noch wesentlich schärfer ist, also besser ist als diese bilineare Methode. Die bikubische Methode ist also in der Regel die beste Methode. Es kann allerdings auch Situationen geben, wo ich eben gerade dieses Pixelige, dieses Eckige erhalten möchte, dass ich gerade den Effekt brauche, dann muss man eben Pixelwiederholung wählen. Die bikubische Methode dauert auch länger. Wenn ich jetzt sehr große Bilder habe, dann kann es sein, dass eben die bikubische Methode ein bisschen länger braucht. Allerdings ist das heutzutage bei den heutigen Rechnern nicht mehr so das Problem. Es gibt dann übrigens noch unter Bearbeiten, Voreinstellung, allgemein eine Option, Interpolationsverfahren, wo man dann auch hier die dementsprechende Berechnungsmethode auswählen kann. Standardmäßig steht das auf bikubisch automatisch, dann nimmt er eben bei Vergrößerung die eine Methode und bei Verkleinerung die andere bikubische Methode. Diese Option, die hier eingestellt ist, tritt immer dann in Kraft, wenn man irgendwo ein Bild vergrößert und nicht die Auswahlmöglichkeit hat, das da einzustellen. Zum Beispiel kann ich ein Bild auch vergrößern über den Menübefehl Datei, Drucken. Hier öffnet sich jetzt ein Fenster und da habe ich die Möglichkeit, mein Bild hier auf der Bühne zu verschieben und an den Anfassern hier, an dem Eckanfasser zu vergrößern. Hier sieht man das Blatt, auf dem gedruckt wird, ne? Also die Druckoberfläche des heimischen Druckers und hier sieht man dann das Bild und da kann man es dann auch eben auf dem Blatt positionieren. Ja, und da tritt eben dann die Methode in Kraft, die man unter Bearbeiten, Voreinstellungen allgemein eingestellt hat. Man hat hier noch ein Menü, da kann ich zum Beispiel alles Mögliche einstellen, wie zum Beispiel Position, das ist Position Mitte. Ich kann eine eigene Skalierung per Prozent oder was auch immer eingeben. Ich kann Druckmarken einstellen und so weiter. Dieses Menü, das sieht ein bisschen anders aus in Photoshop CS5 oder tiefer, sind aber die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Hier gibt es übrigens noch die Option auf Mediengröße skalieren. Dann druckt er das so groß es geht aus. Dann hat man nicht die Möglichkeit hier mit den Anfassern das zu verkleinern. Also falls Sie das nicht per Hand verkleinern können, müssen Sie hier die Option deaktivieren. Wie gehe ich jetzt also in der Praxis vor? Ich habe jetzt hier ein Bild und gehe jetzt hier auf Bildgröße und habe jetzt eine bestimmte Vorstellung. Nehmen wir mal an, ich wollte das in 300 Pixeln per Zoll ausdrucken und brauche 50 cm Breite. Dann stelle ich das einfach hier ein. Jetzt wähle ich hier Prozent aus. Und dann sehe ich, dass er das in 227% vergrößern muss. Wir haben ja eben an dem Beispiel gesehen, dass 200% also durchaus noch zu einigermaßen den Ergebnissen führt. Es hängt natürlich auch immer vom Bildmotiv ab. Eine Hochzeitsgesellschaft,
wo jeder einzelne zu erkennen sein soll, kann ich natürlich nicht so stark vergrößern wie ein Stimmungsbild, auf dem nur ein paar Wolken zu sehen sind. Das kann man hier in der Vorschau sehen, in Photoshop CS5 hat man allerdings dann diese Vorschau nicht. Aber in CS5 habe ich auch die Möglichkeit, an einer Stelle eben Prozent einzugeben und an einer anderen Stelle Zentimeter. In der nächsten Lektion geht es um das Randabschneiden oder Hinzufügen eines Bildes, um das Geraderichten und um das perspektivische Korrigieren.